Hallo und herzlich willkommen zu Haiger unterwegs. Heute aus Allendorf, am Bahnhof von Allendorf stehe ich gerade. Hinter mir sieht man den Fahrkartenautomat und den Aufgang hoch zum Bahngleis. Hier in Allendorf, von so einem kleinen Dorf, mit der Bahn fahren zu können, ist eine super Sache. Viele Schüler nutzen das zum Beispiel, in die Schulen nach Siegen oder nach Dillenburg zu kommen oder auch nach Haiger. Auf jeden Fall eine Bombensache. Was mache ich, wenn ich mit dem Zug fahren will? Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Was brauche ich dafür? Ich muss wissen, wo ich hin will. Und das ist vielleicht auch ganz relevant für unser Leben. Wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben? Was ist mein Ziel? Wo möchte ich ankommen? Und dementsprechend brauche ich dann vielleicht auch eine Fahrkarte, die ich lösen muss, die ich bezahlen muss, mit der ich dann auch, wenn ich auf der Fahrt kontrolliert werde, dann auch gültig fahren kann. Gott bietet an, wenn du willst, kannst du in den Zug des Glaubens einsteigen und die Fahrt zu mir in den Himmel aufnehmen. Und dafür kannst du eine Fahrkarte lösen. Bei uns in der evangelischen Kirche sagen wir manchmal, ich jedenfalls sage das manchmal, das ist eigentlich das, was die Taufe bedeutet. Die Taufe ist wie ein Ticket, das ich gezogen habe, das ich in der Hand halte. Und jetzt stehe ich am Bahnsteig und jetzt kommt der Zug. Jetzt muss ich überlegen, steige ich ein oder nicht? Will ich Gott mein Vertrauen schenken? Vertraue ich ihm mein Leben an? Steige ich in den Zug des Glaubens ein oder nicht? Wenn ich nicht einsteige, nutzt mir die Fahrkarte natürlich auch nichts. Wenn ich nicht in den Zug einsteige, dann bleibe ich einfach, wo ich bin. Dann habe ich zwar eine Fahrkarte, aber ich nutze sie nicht. Genauso ist mit der Taufe auch. Wenn ich getauft bin, aber nicht in den Zug des Glaubens einsteige, mein Vertrauen nicht auf Jesus Christus setze, dann nützt mir diese Fahrkarte nichts. Dann stehe ich immer noch da, wo ich bisher war. Die Einladung heißt, vertrau dich ihm an. Vertrau dich Gott an. Vertrau dich Jesus Christus an. Steig in den Zug des Glaubens ein. Komm an das gute Ziel, das er für dich vorbereitet hat. Denn er möchte, dass du bei ihm ankommst. Er möchte, dass du ihm vertraust. Er möchte, dass du mit anderen zusammen die Fahrt genießt und dass du bei ihm an seinem guten Ziel ankommst. Vielleicht eine Überlegung wert, einzusteigen in den Zug des Glaubens. Wie geht das? Indem ich ihm sage, danke Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du für mich auferweckt worden bist. Und weil du am Kreuz schon meine Fahrkarte bezahlt hast, steige ich jetzt ein in den Zug des Glaubens. Ich will bei dir ankommen, bei dir zu Hause sein für immer. Gutes Ziel, oder?